Was ist deine Meinung über die Jugend von heute? Was ist meine Meinung über die Jugend von heute? Jetzt wird bestimmt jeder erwarten, die Jugend von heute, die ist die schlimmste Jugend. Und nein, und als wir noch Jugendliche waren, da war alles viel besser und viel schöner und viel toller. Ehrlich gesagt, sehe ich nicht so. Es ist heute so, der Weg zum Haram ist einfacher geworden und der Weg zum Halal, zum rechtschaffenen Leben ist besser geworden. Insgesamt glaube ich, dass die muslimische Jugend heute viel, viel besser ist als die muslimische Jugend vor 20 Jahren. Das ist meine Meinung. Warum? Warum? Okay. Ich rede von meiner Beobachtung. Es kann natürlich sein, dass in meiner Umgebung ist nicht unbedingt stellvertretend für ganz Deutschland. Okay? Es könnte jemand sagen, Bruder, gibt es nicht heute viel mehr Pornoindustrie? Gibt es nicht heute viel mehr Rap, Schrott und dieser ganze Gedöns? Gibt es mehr. Ja. Aber auf der anderen Seite, zur damaligen Zeit, als ich das erste Mal gefastet habe, im Jahr 2001, ich habe so gut wie keinen einzigen, das heißt, man muss ja immer mehrere Seiten betrachten. Ich habe so gut wie keinen einzigen Muslim gesehen, keinen einzigen, der gefastet hat. Ganz wenige. Ganz gebetet keiner. In Salatul, fünfmal am Tag? Doch, Entschuldigung. Ganz wenige. Einer fällt mir gerade ein, mit dem ich aber nur flüchtigen Kontakt hatte. Ich hatte so viele. Ich kannte einen, der fünfmal am Tag gebetet hat. Später, als ich dann selber zur Moschee gegangen bin, habe ich noch einen dazu genommen, dann mehrere. Das war ganz selten. Es gibt heute viel mehr. Fasten im Ramadan? Pff, 2001 war das Fasten im Ramadan im Dezember. Da hat kaum einer gefastet. Heutzutage ist es viel mehr. Islamisches Wissen viel mehr verbreitet als zur damaligen Zeit. Zur selben Zeit ist es auch so, das muss man zugeben, dass leider, was die Schwestern angeht, sich mehr Fasad verbreitet hat, glaube ich. Ja, also zum Beispiel zur damaligen Zeit war es so, dass also in der Regel das muslimische Mädchen, ja, das war sowieso, ja, man hat das so wahrgenommen, geht als Jungfrau in die Ehe. Ja. Heutzutage leider gibt es Muslime mit Kopftuch, die damit angeben, einen Freund zu haben. Ja? Also sowas habe ich damals nicht erlebt. Allahu alam. Aber ich würde sagen, insgesamt ist es besser geworden. Sagen wir mal so, insgesamt gibt es viele Sachen, die katastrophaler geworden sind. Okay, damals gab es diese Pornoindustrie nicht so in dem Maße wie heute. Damals musste man in die Videothek in eine extra Ecke gehen. Videothek, gibt es das überhaupt heute noch? Früher gab es das in jeder Kleinstadt. So, deswegen, ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Das Bewusstsein, als ich erzählt habe, ich möchte in die Ehe gehen, eine Frau heiraten, mit der ich vorher nichts gehabt habe, also kein Geschlechtsverkehr etc., da haben einige gesagt, ich bin bekloppt geworden von sogenannten Muslimen. Es gab da keinen einzigen von meinen Freunden, der nicht Freundinnen vor der Ehe hatte. Heutzutage gibt es das Bewusstsein schon bei vielen, dass das vollkommen haram ist. So, deswegen, ich sehe die Sache nicht so schlecht, weil viele sind immer nur schlecht, 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 sehen alles nur schwarz. Ich glaube, dass es viele positive Tendenzen gibt.